Herzlich willkommen auf Review Entertainment. Ich stelle euch heute den Film The Losers aus dem Jahre 2010 vor. Nach einer eigentlich optimal gelaufenen Mission in Bolivien wird die Spezialeinheit rund um unsere fünf Hauptcharaktere in die Irre geleitet. Durch ein intrigerisches Spiel aus den eigenen Reihen wird nun offiziell diese Spezialeinheit für tot erklärt. Diese müssen jetzt nun in Südamerika untertauchen, um jetzt einen Rachefeldzug zu starten gegen ihren vermeintlichen intrigerischen Befehlshaber. Gewiss ist dies jetzt storytechnisch nichts Neues und Innovatives, aber durch diese unterschiedlichen Charaktere macht dieser Film richtig Spaß. Die Story basiert auf den gleichnamigen Comics aus dem Vertigo Verlag, welcher bekanntlicherweise ein Unterverlag der DC Comics ist. Der Film lief hierzulande nicht in den Kinos, sondern erschien direkt als DVD bzw. Blu-ray. Dieser Film ist ein sehr überdurchschnittlicher Actionfilm und gewiss hat dieser Film eigentlich nichts Innovatives an sich, dennoch bietet er aufgrund seiner Gags und Sprüche einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor. Er braucht sich eigentlich nicht davor zu verstecken, vor den ganzen Actionfilmen, die jetzt in letzter Zeit erschienen sind, meiner Meinung nach. Von mir kriegt The Losers eine ganz klare Empfehlung und solltet ihr echt mal diesen Film sehen, dann legt ihn euch zu, ihr werdet es meiner Meinung nach nicht bereuen, sofern ihr natürlich auf Action steht. Zu sagen wäre noch, dass das Ende des Films ein wenig strange war, aber okay, man kennt das ja aus vielen Actionfilmen, Enden sind oft sehr seltsam. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir in Zukunft noch auf einen zweiten Teil der Losers hoffen dürfen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das wär's eigentlich auch schon alles, was ich zu diesem Film sagen könnte. Ich hoffe, euch hat diese kleine Review gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Huli-Nerd. Ciao.